Im Heidelberger Zoo lebt Tigerpython Willi. Seit Monaten ist die Würgeschlange krank und in einer Quarantänebox untergebracht. Tierärztin Kerstin Jutschinski hat bereits alles versucht, Willi zu helfen. Willi hatte eine Lungenentzündung, damit hat das Ganze angefangen. Und die haben wir ganz schnell ganz gut in den Griff gekriegt. Das Problem ist, dass sich jetzt bei beiden Augen hinter der sogenannten Brille Eiter ansammelt und unter dem rechten Auge das Gewebe auch ziemlich angeschwollen ist. Das haben wir jetzt ein paar Mal gespült und immer wieder abgesaugt und es wird einfach nicht weniger. Also wir sind jetzt so ein bisschen frustriert, dass es gar nicht besser wird und von da ist es ganz gut, wenn sich das mal zwei Spezialisten angucken. Für den Transport muss die 4 Meter lange Schlange in einen Sack. Und obwohl Willi seit Monaten nichts gefressen hat, ist die Riesenschlange kaum zu bändigen. Wir fahren jetzt zur Ziervogel- und Exotenpraxis nach Karlsruhe. Das ist der Dr. Bürkle und der Dr. Britsch. Und die wollten die Schlange dann mal in Narkose legen und dann mal schauen, was wir weitermachen können. In der Exotenpraxis kennt man sich besonders gut mit Reptilien aus. Kerstin Jutschinski und Tierpfleger Beni Körner begleiten die Riesenschlange zu ihrem Arzttermin außer Haus. Hallo. Hallo. Schönen Morgen. Und wie? Hallo. Hallo. Morgen. Was hast du denn Schönes dabei? Ein Tigerpython. 24 Kilo, circa 4 Meter lang. Wir gehen gleich mal rein. Sollen wir mal gleich reingehen, dann können wir das gleich zeigen. Okay. Pass auf, Bene, lass dich nicht beißen. Hast du ihn? Mit Mabuzil behandelt, genau. Richtig? Genau, der ist mit Mabuzil behandelt worden, jetzt bestimmt über 4 bis 6 Wochen. Okay. Und auf der linken Seite ist jetzt das Auge rundherum auch dick geworden. Aber hier siehst du das, da sieht man es ganz gut. Ne? Das ist echt wässrig. Willis Auge sieht übel aus. Ich nehme mal einfach nochmal hier hinten mit. Das nehmen wir gerade mal hoch. Ja. Können wir vielleicht versuchen, oder... Passt denn gut dahin? Alles klar. Ist gut, Digga. Wollen Sie ihn nehmen, oder? Vielleicht, ich nehme ihn mal, ja. Alles klar. Haben Sie? Ja, das werden wir gleich merken. Okay, super. Man sieht, dass beide Augen, die sogenannte Brille, mit einer Flüssigkeit, gelben Flüssigkeit voll sind. Ne? Also das Tier sieht auf jeden Fall nichts mehr. Und zudem hat er noch auf der rechten Gesichtshälfte, sage ich mal, eine weiche, fluktuierende, das heißt mit Flüssigkeit gefüllte Schwellung. Was wahrscheinlich auch von diesem Auge ausgeht. Und er frisst jetzt schon seit längerer Zeit nicht. Er frisst seit 4 Monaten nicht. Also da lässt sich richtig der Eiter von oben rausdrücken. Das ist eine ganz kleine Öffnung. Und Dr. Marcellus Bürkle entdeckt noch mehr. Bisschen Mundgeruch hat er, aber sonst. Eine klare Sache. Wenn wir so eine massive Abszessbildung haben wie in dem Fall und er soll eine Chance haben, dann müssen wir das Eiter irgendwie rausbekommen. Das heißt entweder verspülen oder wahrscheinlich auch mit einer kleinen Operation, das heißt eventuell einen Schnitt machen und den Eiter rausholen. Hat Willi doch noch eine Chance? In der Ziervogel- und Exotenpraxis in Karlsruhe haben Kerstin Jutschinski und Tigerpython Willi heute einen Termin beim Spezialisten. Also was zu tun ist, wir sollten das Tier in eine Narkose legen, sollten hier operativ eröffnen, diese dicke Backe, ganze Eiter rausholen. Und gleichzeitig natürlich, wenn wir sie in Narkose haben, werden wir auch versuchen, beide Brillen von hinten mit einer relativ weitlumigen Kanüle zu spülen, um zu sehen, bekommen wir den Eiter raus und um zu sehen, wie sieht es drunter aus, ne? Wie sieht das Auge eigentlich, sind da schon Schäden oder haben wir da noch eine Möglichkeit. Wichtig ist aber, dass wir diesen Entzündungsprozess in den Griff bekommen, ne? Weil hier ist es jetzt schon die rechte Backe, irgendwann wird es die linke sein und irgendwann bricht es, wie jetzt schon teilweise zu sehen, bricht nach innen durch, irgendwann ist der Knochen betroffen. Und dann haben wir wirklich keine Möglichkeit mehr. Für Willi wird es also höchste Zeit. Der Eiterherd muss beseitigt werden. Nur so hat die Schlange noch eine Chance. Was wir jetzt machen ist, ihr kriegt jetzt erstmal eine sogenannte Injektionsnarkose. So, der Trick bei der ganzen Sache ist, dass man die Vene findet. Kein einfacher Trick. Ist leider nicht wie beim Mensch, dass man die sehen würde.
Das Narkosemittel braucht seine Zeit, bis es sich im über 4 Meter langen Schlangenkörper verteilt hat. Doch Tierarzt Dr. Gerd Britsch beginnt schon mal mit den weiteren Vorbereitungen. Jetzt wird ein Tubus in die Luftröhre eingeführt und wir leiten Narkosegas direkt in die Luftröhre ein. Ganz so schlimm ist er noch nicht. Ist auch noch nicht so weg. Hm? Noch ist die Luftröhre geschlossen. Ja, die ist nämlich hier ganz vorne, ne, beim Aufmachen. Jetzt die hier ganz. Okay. Die Spannung steigt. Letzte Handgriffe noch, dann kann die eitrige Stelle geöffnet werden. So, das ist jetzt natürlich auch für uns interessant, was wir da drin vorfinden. Vorsichtig macht der Reptilienexperte seinen ersten Schnitt. Das war jetzt die Haut und hier ist jetzt, kommt jetzt die Unterhaut, genau. Das sieht ganz nach einer infizierten Drüse aus. Ist sie der Grund für Willis Leiden? Auf dem Behandlungstisch in Karlsruhe liegt Tigerpython Willi in Narkose. Zootierärztin Kerstin Jutschinski hat ihren Schützling in die Hände zweier Experten gegeben. Sie will endlich wissen, warum die Schwellung unter Willis Auge nicht zurückgeht. Bisher verläuft die Operation nach Plan. Doch dann... Krampft jetzt, zieht auch ihren Kopf jetzt gerade zurück. Die Würgeschlange scheint aus der Narkose zu erwachen. Etwas zu früh, der Zeitpunkt ist ungünstig für Patient und Ärzte. Doch die beiden Reptilienexperten bringt das nicht aus der Ruhe. Willi bekommt noch etwas Narkosemittel. Uns ist natürlich lieber, sie steht uns mal zwischendrin auf in so einer Narkose, gerade so ein Tier, das seit 4 Monaten nichts gefressen hat, als dass es nach der Narkose gar nicht mehr aufsteht. Okay, jetzt müssen wir gerade noch kurz warten, bis sie wieder richtig schläft. Es geht im Endeffekt darum, ob es Sinn macht, die Augen drin zu lassen, denn in dem Zustand wird sie wohl nicht mehr sehen können. Dieser Eiter ist nicht nur im äußeren Bereich, in der sogenannten vorderen Augenkammer, sondern es geht noch viel tiefer rein, auch dort, wo der Sehnerv ankommt am Auge. Und da ist es im Endeffekt, wenn man so ein Auge dann noch erhalten will, dann ist es eher kosmetischer Effekt, als dass die Schlange wirklich was davon hat. Und dann sieht die Prognose leider sehr schlecht aus. Okidoki. Die Zeit heilt Wunden, auch Willis. Wir warten jetzt, dass er aufwacht, so wie das vorhin in der Narkose unabsichtlich passiert ist. Die atmet selbstständig. Das heißt, die wird natürlich noch eine ganze Zeit ziemlich platt sein, aber muss nicht mehr beatmet werden. Deswegen können wir die jetzt auf den Transport zurückschicken. Haben wir den Sack da? Es geht zurück in den Heidelberger Zoo mit einer schlechten Nachricht. Die Schlange wird langfristig erblinden. Jetzt macht sie auch schon das Maul nicht mehr auf. Willis Eigensinn kehrt zurück. Ein gutes Zeichen. Jetzt bewegt sie den Kopf. Na, ist also da. Ne? Zwar noch schlappi, aber da. Und tschüss. Okay, jetzt machen wir es so, wir warten jetzt erstmal natürlich den Resistenztest noch ab von der BU. Ja, und die Prognose wäre ich vorsichtig. Ne? Müssen wir einfach, ich würde mal sagen, in den nächsten 2 Wochen entscheiden, wie sich der ganze Prozess da entwickelt. Okay. Warten wir ab, wir telefonieren auf jeden Fall morgen, wenn wir die Ergebnisse haben. Viel Glück, bis dann. Ciao. Mit Hilfe eines Resistenztests können die Tierärzte der Ziervogel- und Exotenpraxis herausfinden, welches Antibiotikum in Willis Körper überhaupt noch anschlägt. Vorerst haben die Mediziner alles in ihrer Macht Stehende getan. Die Stimmung ist gedrückt. Wenn schon die Fachleute die Prognose vorsichtig aussprechen, dann sind wir doch geneigt, eher zu denken, dass es so jetzt seine letzte Chance ist, was wir jetzt machen. Wenn es gar nicht weitergeht, dann müssen wir ihn einschläfern. Daran will aber vorerst niemand denken. Willi ist allen ans Herz gewachsen. Auch wenn er ein wilder Tigerpython ist.